Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, so auf dem Weg zum Tribblesee, auf in den Tod. Jetzt kann ich ja nicht aufstehen, so. Und ich habe das Spiel jetzt... Oh, jetzt ist mir das Spiel zu leise. Ach, ich hätte es noch ein bisschen höher machen müssen. Moment, 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 es tut mir leid. Ich musste das hören. So, ich mach mal kurz pausieren und bis gleich. So, weiter geht's, okay. Es passt. Jetzt ist gut. Jetzt gefällt mir das. Dann sind wir auch bald da. Der Tod! Der Tod! Ach, alle Platte, ganzen Hypos hier da rumeiern. Genau. Einmal gefurzt und erledigt. Ich sollte nicht. Aber der Stamina vom Saprex hält sich gut, muss ich sagen. Das haben sie schon wieder angepasst oder was? Ich weiß es nicht. Ich krieg das gar nicht mehr mit, was Donny hier alles was er verbricht hier. Verbricht. Ja, das trifft es. Genau, das war gut beschrieben gerade. So. Was wollten wir? Minus 400? Minus 400 und minus 100, ja. Gott, dann sind wir echt gleich da. Ich bin schon bei minus 320. Ich sollte jetzt auch nachher, wenn wir in der Nähe sind, nicht mehr laufen. Ich werde dann schleichen. Weil ich glaube, man hört mich schon. Aus sicherer Entfernung. Du bist schon ein kleines Trampeltier, ja. Finde ich nicht gut, dass du mit mir so redest. Musst du auch nicht gut finden. Oh Mann. Ich überlege gerade, ich hätte den Cut am Anfang der Folge gar nicht machen brauchen. Ich hätte die Folge einfach nochmal neu starten können. Aber seht ihr, so faul bin ich. So faul bin ich. Ich hätte einfach nochmal die Folge neu starten können. Ist egal. Wie immer Profis am Werk hier. Das war total umständlich eigentlich. Ja. Aber ist egal. Nein, ich habe mir quasi, ich habe mir extra für euch die Mühe gemacht, da einen Cut zu setzen. Ne? Ich habe nicht einfach neu gestartet, sondern hab's aufwendig gecuttet. Keine Sekunde verloren geht. Richtig. Nur für euch. Oh, oh. Das ist Nypo. Geh mal, also ich schleiche. Du kannst ja vorrennen, du hast ja eh nichts zu verlieren. Du kannst ja mal gucken, was da los ist. Ich will erstmal meinen Stamina aufladen, bevor ich irgendwo gucken gehe, was los ist. Weil das war definitiv gerade ein Hypo und dann bin ich tot. Ach, den kill ich. Der wird mich als Kondom benutzen, also das Ich werde ihn im Hals stecken bleiben. Ja, theoretisch müsstest du in der Natur eigentlich nur gut treffen, ne? Wenn du ihn von unten anspringst und ihn in den Hals beißt, könnte er dich ja gar nicht abschütteln, glaube ich, ne? Würde er gar nicht rankommen. Mit seinen kleinen Ärmchen könnte er dich nicht abwehren. Und so tief kann er nicht. Nö, es würde eigentlich gut funktionieren, glaube ich. Du nur was das hier oben rum, hast Angst, ja? Ja, mit einem Hypo lege ich mich nicht an. Auch wenn mich im Stream die Raptoren gekillt haben, aber. Wo bist du überhaupt? Ich sehe dich nicht mehr. Scheiße, du bist weg. Ich habe mich gerade vor einem Stock erschrocken. So alt bist du schon? Ja. Das passiert ihm wirklich auch draußen, ne? Wenn wir spazieren gehen oder so, dann liegt da ein Stein oder sowas. Dann... Oh, wir gehen spazieren. Mit den Kindern natürlich. Dann müsst ihr euch vorstellen, ihr kennt doch diese Ziegen, ne? Wenn man die erschreckt, dass sie umkippen. Und dann das Party. Das Party? Party hart, sagst du? Zwei Hypos sehe ich. Okay, dann brauchen wir da gar nicht hingehen, aber... Also wie gesagt, ihr kennt ja diese Ziegen, ne? Wenn die sich erschrecken, dass sie umkippen. Und so ist der Knotosaurus auch. Er sieht einen Stein oder eine Ameise und dann fällt er direkt in Ohnmacht. Nässt sich dabei auch manchmal ein. Das ist nicht schön, aber... Ja, aber wir müssen brauchen Wasser. Ja, das sind drei Seen, sind das ja. Das ist ja der Tribble. Sind die überall verteilt oder sind die noch vorne? Ich sehe den See jetzt auch, glaube ich, gerade vorne. Oh, what the fuck, Alter. What the fuck. Ich weiß nicht mal, wo du bist jetzt. Ich bin oberhalb. Oh, auf der rechten Seite der Seen. Ja, ich sehe sie jetzt gerade, die Hypos da hinten. Und irgendwas anderes Großes war da auch noch zu sehen. Ich glaube, das sind da Puertas noch? Ja, zwei Stück. Okay, na gut, vor denen können wir weglaufen. Dann noch ein bisschen Kleinvieh. Na komm zu mir, die können uns hier oben ja noch nicht so wirklich wahrnehmen. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Na, rechts von den Seen. Ja, bin ich theoretisch, weiß ich nicht, wo ich bin. Ich bin minus 400 und minus 82. Ich komm zu dir. Ich hol dich ab.
Ich bin jetzt hier in so einer Art Busch. Es wird wieder so ein Busch-Let's Play heute, Leute. Heute, Leute. Rhyme MC on VR. Also minus 400 bin ich schon mal. Oh Gott, Leute, ich will nicht sterben. Ich muss eigentlich genau auf dich zukommen. Wie schaffen es die Leute immer so schnell Hypo zu werden? Ich verstehe das bis heute nicht. Hier, ich sehe dich. Nee, nicht. Ach, da. Ja. Komm, hier oben schleichen wir lang. Ich will nicht da nach rechts gehen. Wir können hier unten, da sind auch noch Seen. Da kommen wir vielleicht sogar ran und überleben das. Ja, wo ist denn da ein See? Es sind drei Seen. Das sind drei so eine Kleckerseen. Sind die nebeneinander da? Nee, die sind immer so ein bisschen verteilt irgendwie. Der hintere, da war meistens nie was los. Und ich meine, der ist hier in die Richtung mehr. Nee, wir können doch oben langlaufen eigentlich hinten drin, ne? Hier kommen wir jetzt genau in die Einflugschneise. Hier müssen wir genau den Weg kreuzen, der zum vom Strand zum See ist. Ist das dieser Weg hier? Ja. Okay. Also ich muss jetzt schleichen, definitiv. Wenn ich jetzt laufe, hören die mich. Also die hören mich bis unten, definitiv. Das ist natürlich jetzt scheiße, dieses langsame Laufen jetzt hier. Aber ich höre die links auch mal so ein bisschen stampfen sogar. Und die kriegen mich. Die kriegen sogar dich. Die sind einfach schnell. Spielen wir uns zum Hypo-Juta hoch. So. Aber ich habe lange durchgehalten, ne? Mein Rex habe ich hier schon etliche Folgen. Also darauf bin ich schon ein bisschen stolz. Aber jetzt geht mir Getränke aus, Nahrung geht mir aus. Und ich muss mich jetzt hier so eklig bewegen und das ist scheiße. Jetzt siehst du den ersten See da unten. Mhm. Und da sehe ich ihn auch schon stehen, okay. Da sehe ich ihn auch schon stehen. Eben waren sie alle da. Das Gute ist, die hörst du rechtzeitig, wenn die kommen. Und als Hypo musst du alle 20 Minuten was essen, sonst stirbst du. Deshalb sind die auch so aggro drauf. Also das haben sie schon beschränkt. Oh, 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 ich höre schon mehr dieses Stampfen, Leute. Ja, du bist hier die Spitze der Nahrungskette quasi, ne? Ja. Oh mein Gott, ich sehe sie schon. Puertas und Hypos. Oder ich spiele als Puerta. Schön. Wie gesagt, ich brauche diese Büsche, ich brauche diesen Schutz unbedingt. Oh, da stehen sie alle. RIP. Oh mein Gott. RIP Martin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist sie? Oh, ich wurde gerade zurückgesetzt. Ich habe gerade Leck gehabt. Nein! Also Ping, hohen Ping, glaube ich. Oh, fuck. Willst du echt da oben? Die sehen mich doch. Gleich einfach. Ich bin ein Busch. Ich bin ein Busch. Aber die haben genug zu fressen da, so wie es aussieht. Ich bin ein Busch. Warum ist jetzt hier ein Baum verschwunden? Ich bin nur ein Busch. Wir müssen eh gleich noch viel dichter ran an die Sache, wenn wir was trinken wollen. Der guckt in meine Richtung, der Idiot. Er ist schon Schleich hier, weißt du, als Rex. Weil andere Rexe mich fressen können, weißt du? Ich bin Wasser. Ja... Hä? Auf Wasser. Ja, ich auch. Oh, ich hasse es so zu schleichen, ey. Aber die hören mich und das ist das Doofe. Ach, da hinten hast du recht. Da ist die Einflugschneise her. Und dann kommt jetzt gleich noch ein See und dann noch ein See. Und am dritten, glaube ich, können wir uns laben am Wasser. Wenn da nicht auch noch einer steht. Wie war das? Nimm es aus dem Brunnen und pack es wieder zurück in den Brunnen, ne? Des Königs Worte. Das war jetzt ein Insider für alle Walking Dead Fans. Oh Mann. Hier mal ein bisschen Auskundschaften. Ja. Als denn. Ja, die haben was zu essen da. Als denn, mein treuer Diener. Als denn. Oh, die sind auch laut, die Viecher. Oh Gott, ist der dicht dran bei mir. Echt? 100 Meter? Was? Wie viele sind das? Ja, immer noch die beiden. Wieso sind die so dicht? Ich bin noch dichter rangelaufen zum Auskundschaften. Oh.
Hypo-Alarm auf Mallorca. Ich bin jetzt Höhe des zweiten Sees. Könnte auch so ein deutscher B-Film sein, ne? Oh. Okay, die bewegen sich. Bewegen sich? Ich hab sie gehört. Ja, ja, ich auch. Ja, er steht da. Er steht? Hm. Ich bin ein bisschen bewegt, ich lauf mal weiter. Sie bewegen sich. Ja. In welche Richtung? Ich bin jetzt sicher im Busch, also. Nee, er läuft um See rum, alles gut. Man soll auch in den dichten Wald dann flüchten, wo die nicht so unbedingt durchkommen, wo die festhängen dann, weißt? Hier ist der zweite See, wo ist denn der dritte? Kommt da noch einer echt? Eigentlich ist das der Tribbler, ja. Eigentlich müsste dann noch was kommen. Ich glaube, ein bisschen weiter weg noch. Nee, am zweiten können wir nicht ran, da sieht er mich. Und ich kann nicht fliehen. Oh, macht mich das nervös. Ich höre die ganze Zeit die Leute, die stampfen hinter mir. Alter, wie laut. Finde ich kein Wasser mehr. Aber der Tribbler, Leute, das sind doch drei, oder nicht? Das waren immer drei. Da bin ich jetzt so verkehrt. Oh, ich bin fast tot. Also, Nahrung geht mir aus, Getränke geht mir aus, also... Also, ich gehe jetzt einfach hier ran und trinke was. Das ist schön, dass du das machst. Ich bewege mich jetzt nochmal. Prost! Sieht er dich? Weiß nicht, ich bin ganz am Ende von dem zweiten See. Ich glaube, er wäre zu faul, um hierher zu kommen. Also auf die Entfernung würde er mich nicht kriegen. Für so einen kleinen Schnappi, ne? Kann er mal schreien. Nee! Nee. Hier ist der See. Guck mal, hier ist noch einer. Ich habe ihn gefunden. Ja? Ja, muss nur weit genug laufen. Wo bist du? Und, minus 437 und minus 177. Das ist der letzte See. Ich bin schon bei minus 480. Du bist am See vorbeigelaufen. Nee, ich bin hier am letzten See dann. Ja, bin ich auch. Also minus 437 und? Minus 185. Minus 185 ist der Trick hier. Ja, hier ist der letzte. Und hier ist kein Schwein. Also auch nichts zu essen. Nö. Aber erstmal Wasser, das war erstmal das, was ich gebraucht habe. Nahrung halte ich noch ein bisschen durch. Und hier müssten eigentlich auch ein paar Leute sein, also ein paar Pflanzenfresser. Gerade weil vorne ja der See besetzt ist. Ach, da bist du. Komm mal, von hinten. Vorsicht, heißes von hinten. Boah. Oh, stell dich gleich mal den Nackenhaar auf. Echt? Immer noch? Oh. Bist du schon gewohnt, Mensch. Unsere heiße Liebe. So, wir brauchen was zu essen. Oh ja. Wie viele Punkte brauche ich eigentlich, um hier King of the Hill zu werden? Gar nicht viel, glaube ich. Weiß ich nicht, muss... Keine Ahnung. Also 30? Setz dich mal hin, ich muss hier noch fürs Thumbnail was machen. Ja, ich lasse den Schwanz ins Wasser hängen. So. Die beiden wieder. Ne, diesmal glaube ich stehen. Erhobenen Hauptes hier. Das sieht doch neckisch aus. Kleine Schilder da unten. Wunderbar. So. Muss ich mir bloß die Stelle dann mal merken. Ich will wissen. Ich muss immer gucken, wie viele Punkte ich brauche. Willst du das jetzt hier echt warten? Ja, was soll ich machen? Wenn du mir nicht sagen kannst. Ich hab Angst, Alter. Er geht doch wenigstens ins Wasser rein, aber jetzt kannst du dich auch nicht mehr bewegen, ne? Nee. Oh, oh. Ich glaube, ich höre ihn. Ey, ich hab hier Angst. Ich hau ab. Mir ist das hier irgendwie alles nix. Ich weiß gar nicht, wie lange ich noch durchhalte. Ein paar Minuten, eine Folge schaffe ich noch, dann bin ich verhungert. Oh, noch 5 Sekunden, kann ich gucken. Warte mal, liegt da hinten was? Ist da was zu... Nee. Nein, ich wollte nicht brüllen! Falsche Taste, verdammt! Alter, 120 Nein. Punkte brauche ich. 120, okay. Na gut, das ist, ja, 2 Stunden. Oh. Jetzt weiß ich nicht, ob ich sie gerade angelockt habe.
Mein Schwanz guckt noch raus. Ja, das passiert manchmal. Wie gesagt, habe ich beim bist du Schreihals. Ich stehe mal auf. Falsche Taste schon wieder. Ich muss kurz warten jetzt. Wie gesagt, habe ich geschrien und... Aber die scheinen sich nicht zu bewegen. Ja, lass mal lieber ran. Jetzt müsste man... Das sieht geil aus. Was? Wie so ein billiger Sniper. Ja. Ein T-Rex-Sniper. Okay, es scheint... Hier ist auch gar nichts, ne? Nee. Ach, es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch... Wo wollen wir jetzt hin? Wollen wir da hinten über die Bergkette rüber und da versuchen, an die Küste zu kommen? Weil irgendwo müssen die Leute ja sein. Wenn nicht hier. Der Server war auch gut gefüllt. Ich glaube, die meisten gingen gar nicht mehr hierher wegen den Hypos. Also gehen wir jetzt einfach gerade hoch über die Bergkette rüber. Also in die Richtung, wo du guckst ungefähr. Okay. So, weil ich nehme nochmal einen Schluck hier. Nochmal ein bisschen, noch ein Wegbier hier quasi. Und dann müssen wir weg. Ah, das Wasser sieht schon langsam besser aus, ne? Das wäre immer noch nicht optimal, aber... Es ist okay. Ja, das nächste, was uns begegnet, wird gerissen. Hypo, nein! Aber meistens in den letzten Folgen hatte ich ja immer Schweinleute, das wisst ihr ja, ne? Weil wenn ich kurz vorm Verrecken war, habe ich Nahrung gefunden. Und dann hoffen wir einfach mal, dass mir das jetzt hier genauso geht. Hauptsache. Ich halt länger durch als du, ne? Ey! Ich beiß dich gleich, dann bist du kaputt. Ich hab noch 34 Nahrung von 50. Aber ich habe mehr HP als du. Ja, aber doof, das bringt ja auch nichts. Aber die HP geht ja, das dauert ja, bis die leer ist bei mir. Oh, mein Uhr auch. Ja, wir werden sehen, das wird ein Kampf. Der als erstes Stüpfel gegessen. Ja. Mein schöner Sub. Muss doch hier irgendwo was sein. Eine Leiche wäre jetzt toll. Irgendwie so ein kleines Leichchen. Oh Mann. Oder ein Dryo, oder? Ich habe schon ewig keine Dryos mehr gesehen. Ein Taco, ein Dryo. Irgendwie sowas. Ein Taco wäre am besten, der kann sich nicht wehren. Aber da ist noch nichts dran. Achso, jetzt kommen wir an dieses Bergmassiv. Das ist natürlich doof. Da kommen wir natürlich nicht rüber. Auch wenn wir das wollen. Dann würde ich sagen, gehen wir nämlich nach links, so ein bisschen am Berg lang. Und haben so alles im Blick. Ob das so intelligent ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht verstecken sich die Leute ja im Hochland hier, die Highlander quasi. Irgendeiner rennt uns hier oben gleich lang, pass auf. Das habe ich im Urin. So. Und wer das sein wird, das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Martin und der Knotosaurus. Tschüss.